Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tag, den ich heute mal mitmachen wollte. Und zwar ist das der Männer-Tag. Den habe ich schon jetzt öfters gesehen und fand den ganz gut. Ja, und den mache ich jetzt einfach mal mit. Und zwar sind das 10 Fragen und da fange ich jetzt einfach mal an. Die beste Charaktereigenschaft eines Mannes. Also finde ich jetzt Ehrlichkeit und Treue das Allerwichtigste. Und Humor. Also wir müssen lachen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die drei Sachen. Das ist es eigentlich schon. Und dann als zweite Frage, die schlimmste Charaktereigenschaft eines Mannes. Schlimmste finde ich eigentlich, wenn er sich immer in den Vordergrund drängen will und nicht, also immer nur an sich denkt. Und ja, das finde ich eigentlich nicht so schön. Ja, dann mit Bart oder rasiert. Also so ein kleiner Bart, so ein Ziegenbart, den finde ich eigentlich ganz niedlich. Groß und schlank oder klein und groß und schlank oder klein und gebaut? Nee, also groß muss er sein, auf jeden Fall groß. Und so ein Mittelding, also nicht so wie so eine Bohnenstange. Darf schon ein bisschen was dran sein, aber ja, nicht zu dünn. Extrem klug oder mega lustig? Also da würde ich sagen, so eine Mischung daraus. Also lustig, das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich sollte er auch nicht doof sein wie ein Stück Toastbrot, ne? Das natürlich auch nicht. Also so eine Mischung. Ruhiger Zuhörer oder Quasselstrippe? Auch so eine Mischung, das ist schwierig. Also eher eigentlich Quasselstrippe, weil ich hatte mal einen Freund, der war immer nur so ruhig. Und wenn wir irgendwo hingegangen sind, der hat nie seinen Mund aufgekriegt und saß immer nur da und hat immer nur was gesagt, wenn er was gefragt wurde. Und das finde ich auch schon blöd. Also das ist auch nicht das Wahre. Also dann, ja, so eine Mischung. Er sollte zuhören können und er sollte auch quasseln können. Mit welchem berühmten Mann würdest du gerne mal essen gehen? Josh Hartnett, schon seit 15 Jahren oder so. Was ist der lustigste oder mieseste Anmachspruch, den du je gehört hast? Also ich wurde nie mit so einem Anmachspruch irgendwie angemacht oder so. Also sowas wie, ich bin gerade dabei, das neue Telefonbuch zu schreiben, gib mir mal deine Nummer oder sowas, das kenne ich gar nicht. Also ich habe eigentlich immer Glück gehabt, die kamen immer an und haben nur gefragt, so ja, wollen wir was trinken gehen oder so. Aber so einen richtigen Anmachspruch, nee, das ist eigentlich nicht. Und Frage 10, ein toller Typ ist im selben Raum. Bist du schüchtern oder ganz geschillt? Ich warte erstmal ab. Also ich gucke mir erstmal die ganze Situation an und dann muss ich gucken, wie das ist, ob ich mich traue. Das kommt immer ganz drauf an. Manchmal traut man sich nicht, manchmal traut man sich, dann kann man einfach so hingehen, ohne dass man aufgeregt ist. Und manchmal ist es halt so, wenn dann mehrere Leute da stehen oder so, dann traut man sich nicht so wirklich. Versucht da so die Situation abzuwarten, bis man da mal eine Chance hat. Das ist auch immer ganz unterschiedlich, aber eher bin ich gechillt, würde ich sagen. Ja, das waren schon die 10 Fragen und mein Mann, der ist da schon und macht mir da schon Feuer hinterm Arsch, weil er los will. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich schon auf das nächste Video und bis dahin, tschüss.